Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 11. Mai, hier um 9:30 Uhr. Ich grüße Sie recht herzlich und wir wollen wieder gleich auf den Markt schauen und hier wollen wir speziell einen Crossrate vor uns vornehmen, nämlich hier den Euro gegenüber dem kanadischen Dollar, der ja zuletzt hier relativ dynamisch von den Tiefs Ende April nach oben kam. Wir sehen das hier im Tagesschart-Intervall. Hier knapp um 1,42 hat sich ein leichter Boden ausgebildet, der dann hier auf die letzten Apriltage, Schrägstrich insbesondere mit Beginn in den Monat Mai, hier dann nach oben sich ordentlich etablieren konnte. Der Preisverlauf sehr, sehr dynamisch. Hier wurden einige 100 Pips nach oben abgearbeitet, ergo vom Niveau 1,42 bis rund 1,48 eben stolze 600 Pips. Das ist eine Hausnummer in dieser kurzen Zeit und das führte auch dazu, dass wir hier bei dem ATR-Indikator von der FTSE-Vektorlogik hier in diesem großen Umkehrbereich gelandet sind. Ja, man achte hier auf diese Trendstärke, die sich dann praktisch, wenn wir hier bei Werten über 60 notieren, einer baldigen Erschöpfung nähern könnte. Das heißt nicht, dass das heute oder morgen passiert, aber das heißt, dass es grenzwertig ist. Wir sahen hier zum Beispiel eben im Januar hier diese auch starke Aufwertung, dann hatten wir hier wieder Werte über 60 und dann kippte es letztlich nach unten, setzte sich dann weiter fort. Es gab wieder entgegen einem Aufwertungsprozess Anfang Januar, dann hier im Februar einen Abwertungsprozess, der dann auch sehr, sehr stark in seiner Trendstärke war, sehr, sehr gereift. Und dann hier bei Werten über 60 bildete sich tatsächlich ein leichter Boden aus und es gab eine Aufwertung, wenn gleich auch relativ zurückhaltend. Das zeigt eben auch, dass es hier nicht immer zu starken Umkehrmanövern kommt. Aber es gab, wie gesagt, wieder daraufhin neue Rückschläge, eben hier bis knapp um 1,42 und dann die letzte laufende Erholung, eben sehr, sehr dynamisch hier auch unterstrichen durch die entsprechende Dynamik und Werten über 60, die wir denn jetzt haben. Und das ist im Prinzip so eine kleine Maßnahme, wo man sagen muss, Obacht, mal sehen, wie es hier weitergeht. Rein von der FTSE-Vektorlogik, weil wir sie gleich haben, hier heute ein sehr, sehr starkes, sehr, sehr bullisches Pattern. Es werden hier noch Preisziele von 1,48 in Aussicht gestellt. Also hier gute 0,54% kann es nach oben gehen. Trefferquote knapp 64% bei 299 Erscheinungen. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Sieht also insofern ganz gut aus, dass es sich hier tatsächlich zu einem Aufwärtsimpuls noch entwickeln könnte. Die ganze heutige Geschichte bislang, wenn wir den Euro gegenüber dem kanadischen Dollar uns anschauen, dann sehen wir, dass dieser hier in einer Art Range verweilt. Nach seinem letzten Hoch, und das fangen wir jetzt mal hier mit einem Rechteck ein, also hier von den letzten Tiefs und Hochs, wenn man das mal so ein Stück weit verbindet, dann kommt man hier in eine Zone seit mehreren Tagen, wo wir seitwärts laufen. Und grundsätzlich ist das natürlich so, dass wenn der Markt nach einem steilen Impuls keinen tiefen Retracement-Rücksetzer macht, den man hier jetzt Fibonacci-like technisch mal so skizzieren könnte. Hier haben wir das 38er Level, müssen wir mal sehen, dass wir die Marke mal nach rechts verschieben, das macht mehr Sinn. So, ja, also das hier praktisch, müssen wir nochmal das 23.8er dazu nehmen, 23.6er so rum. Da sehen wir, dass wir hier wirklich relativ marginal am 23.6er uns hier stabilisieren. Also die Konsolidierung nach diesem starken Aufwärtsimpuls ist hier sehr schüchtern. Soll heißen natürlich, dass da noch Druck drin ist und insofern es hier durchaus auch weiter nach oben gehen kann. Heute, wie gesagt, Preise 1,4808 möglich. Das wären praktisch hier die Hochs vom 9. Mai, also die Richtung zumindest und dann gleichzeitig auch hier diese Oberkante. Und sollte es dazu kommen, wird es natürlich spannend. Also neues Tageshoch, wenn wir heute über das bisherige Hoch hinausziehen, das denn hier bei 1, Moment, da muss ich mal die richtigen Forex-Kurse nehmen, damit wir auch das haben, was wir brauchen. Zwischen wieder ein falscher Kurs eingeschlichen. So, JFD Brokers, so muss es sein. Da sehen wir auch hier ein tatsächlich leicht anderes Rechteck. Das werden wir auch gerade mal anpassen, damit es hier sozusagen alles läuft und passt. So. Und da sehen wir eben hier diese Widerstandszone, müssen wir ein Stück weit anpassen. Da sehen Sie, wie leicht die Preisunterschiede doch sein können. Aber wenn Sie hier JFD Brokers wählen, haben Sie hier den größten Interbankenpool und insofern auch hier die absolute Preistransparenz. Also insofern wählen Sie hier als Preisindikation in jedem Falle JFD Brokers aus. Gut, also Aufwärtsimpuls, seitwärts Range spricht eigentlich dafür, dass es weiter nach oben gehen könnte. Heute positive Vektor FTSE-Logik. Wenn wir über 1,48 gehen, dann ist natürlich hier die Range relativ erschöpft.
Das heißt, da sollte man dann hier ein Stück weit Ruhe bewahren, dass es dann hier direkt nochmal nach oben rausgeht in Richtung 1,50, bleibt abzuwarten. Aber es kann natürlich dazu kommen. Ergo wäre ein Ausbruch über das Hoch hier vom 9.5., das war 1,48,24, als Fortsetzungssignal anzusehen. Und wenn es dazu kommt, also kurzfristig heute auf jeden Fall bullisch. So, dann muss man mal abwarten, ob wir hier weiter in Range bleiben oder uns eben dann doch nach oben rausarbeiten. Das gilt es mal abzuwarten. Tatsache ist, das Momentum wirkt bullisch. Und wenn wir hier jetzt rausgehen über 1,48,24, dann hätten wir praktisch hier einen Folgeimpuls, der dann auch hier den Widerstand bei 1,50, 1,49, sind hier diese roten Widerstandslinien, anlaufen dürfte. Das ist auf jeden Fall hier das Szenario, wenn wir nach oben ausbrechen. Das ist, wie gesagt, in dieser Range nicht ganz sicher. Es wirkt aber augenblicklich leicht bullisch. Faktisch aber, wenn wir hier unter das 23,6er ausbrechen, unter die letzten Tiefs, unter den EMA 50, 1,46,50, der hier so verläuft, würde ich sogar noch ein Stück tiefer gehen, hier an diese schwarze Kerze hier im Bereich 1,46,20 etwa, sage ich Ihnen noch gleich ganz genau, dann muss man davon ausgehen, dass es sich dann hier doch um eine tiefere Retracement-Geschichte handelt und dann denke ich durchaus, dass wir hier den Bereich um 1,45, 1,44 ansteuern, wenn eben die Kraft nicht reicht, diese Range nach oben zu verlassen. Das also, wie gesagt, hier mal so die Parameter, die es am Horizont gibt. Dazu auch, haben Sie eingangs vielleicht gesehen, die Saisonalität, die wirkt eher so, dass wir hier diesen Seitwärtskorridor nach unten auflösen. Also hier ein leichtes Hin und Her noch, um dann praktisch Ende Mai abzusacken. Schauen wir uns das mal an, wie das weitergeht, wenn wir hier nochmal 40 Tage drauflegen in Sachen Saisonalität. Ja, dann wäre es das schon wieder gewesen, wenn wir hier in den Juni reinlaufen. Aber tendenziell kurzfristig fallende Preise, die hier theoretisch wirklich Rücksetzer präferieren, sofern es denn hier unter einen Rücksetzer, da würde ich diese Bear Candle nehmen. 1,4620 eben, wie auch schon angedeutet, genau dieses Level ist es. Wenn wir darunter fallen, dann sieht es eher so aus, als wären die Bären weiter im Zugzwang. Und hätten dann hier sicherlich den Drive nach unten zu entfalten. Aber per se, Euro gegenüber Kanadisch Dollar auf jeden Fall interessant. Heute Fuzzy-Vektorlogik bullisch in Richtung 1,48. Das heißt, vom aktuellen Level aus sind hier noch mehr als 80 Pips machbar. Also 1,48,8 ist ja sozusagen das prognostizierte High. Tief 1,4687 sehe ich gerade. So tief sind wir knapp sogar gelaufen. Ein Stück weit tiefer, aber das ist nur marginal. Also es passt eigentlich relativ gut auf das Pattern und insofern darf man mal gespannt sein, was heute kommt. News aus Kanada haben wir nicht. Europäisch gesehen haben wir hier außer die OECD-Frühindikatoren vom März um 12 Uhr nichts weiter zu erwarten. 10:30 Uhr Pfund heute interessant, dann am Nachmittag USA, aber alles nicht so dramatisch, wenngleich die Rohöllagerbestände immer mittwochs ganz wichtig für den kanadischen Dollar auch sind. Also das könnte hier durchaus auch Einfluss hegen. Insofern achten Sie mal drauf, wie 16:30 Uhr die Notierungen sich bewegen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Radar. Eurocut auf jeden Fall einen Blick wert, wie ich finde. Und dann schauen wir mal, wie die Reise weitergeht. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Zeit, wenn Sie mögen. Heute sage ich schon, ne? Ja doch, heute Nachmittag das JFD-Devisenradar. Und morgen, kleiner Tipp am Rande, haben wir wieder ein Live-Trading-Event mit dem Jörg, der hier im kurzfristigen Bereich den DAX und auch Euro-US-Dollar handelt. Wird sicherlich spannend. 8:45 Uhr können Sie sich auf der JFD-Website anmelden, registrieren. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Insofern eine gute Zeit, auf bald und Ihr Christian Krämer. Tschüss.